Willkommen zu diesem neuen Video bei Meat & Grade. Heute habe ich mir mal alle Steaks, die es bei Lidl, dem Discounter Lidl, zu kaufen gibt, gekauft und werde diese hier testen und bewerten. Repräsentativ für euch, damit ihr das nicht machen müsst oder wisst, ob es dort bei Lidl eventuell Highlights gibt, die man kaufen kann und wenn, worauf man dabei achten sollte. Das anhand von vergleichbaren Kriterien. Das bedeutet, wir gehen hier auf die Tierhaltungsaspekte ein, soweit sie für uns möglich sind nachzuvollziehen. Wir gehen auf die Farbe ein, auf die Saftigkeit, auf die Zartheit, auf das Grillerlebnis und nachher natürlich auch auf den Geschmack. Seid gespannt, bleibt dran, viel Spaß mit dem Video, los geht's! Vorab ein kurzer Transparenzhinweis, damit ihr die Informationen hier einzuordnen wisst. Das Fleisch, was wir hier gekauft haben, was wir heute zubereiten, werden wir auch im gesamten Team komplett verzehren. Hiervon wird nichts weggeschmissen. Ich selber bin Ernährungswissenschaftler. Das Ganze habe ich studiert, offiziell an einer richtigen Hochschule. Und Ernährungswissenschaftler ist tatsächlich auch ein geschützter Begriff. Nicht jeder darf sich so nennen, sondern nur, wenn man einen offiziellen Hochschulabschluss hat. Den habe ich und das sage ich hier nicht, um mich irgendwie zu profilieren, sondern damit ihr wisst, von wem ihr hier die Informationen bekommt aus diesem Video, denn das ist online ja alles nicht ganz immer so eindeutig. Ich selbst bin natürlich auch nicht gesponsert, das ist alles hier selber bezahlt. Ich besitze allerdings einen Grillfachhandel, in dem ich auch selber regionales, sehr hochqualitatives Fleisch vertreibe. Das bedeutet, auch das kann natürlich meine Meinung hier beeinflussen. Vor allem aber weiß ich dadurch, wovon ich spreche. Deswegen ist das für euch vielleicht auch wichtig zu wissen. Starten wir jetzt direkt mit Kapitel Nummer 1 und das ist die Tierhaltung bzw. die Herkunft des Fleisches. Denn die Tierhaltung kann man über diese Haltungsstufen auf dem Produkt selber zumindest einordnen. Das bedeutet, Grundvoraussetzungen für die Tiere, wie diese geschaffen sein müssen, damit die entsprechende Haltungsform auf dem Produkt angegeben werden kann, das steht hier auf dem Produkt drauf, das können wir uns dann ansehen und das blenden wir euch hier im Laufe des Videos für jedes dieser Steaks einmal ein, damit ihr auch genau wisst, was für welches Steak gilt. Bei einem Steak haben wir allerdings diesen transparenten Hinweis nicht auf der Verpackung. Das ist hier dieses US Chuck Eye Steak. Das kommt aus den USA, sonst dürfte da US nicht draufstehen. Und dort gelten andere Bedingungen für die Tierhaltung. Und die sind in der Regel eher schlechter als in Deutschland. Schlecht ist natürlich hier ein wertender Begriff, aber ihr versteht, was ich damit meine. Ich persönlich meine mal aus einer Marketingkampagne, unter anderem von Lidl, mitbekommen zu haben, dass sie eigentlich gar kein Fleisch mehr unter Haltungsstufe 3 verkaufen wollen. Das heißt nur Haltungsstufe 3 und 4, was wir hier auch größtenteils haben, wenn es angegeben ist. Wie gesagt, beim US Chuck Eye ist es nicht angegeben und wir könnten hier spekulieren, dass es wahrscheinlich eine Haltungsstufe ist, die Haltungsstufe 1 gleichkommt oder vielleicht sogar noch weniger Ansprüche hat. Das sind allerdings nur Vermutungen. Ich möchte mich hier nicht festlegen, weil ich es leider auch nicht habe recherchieren können. Da kommen wir aber gleich nochmal drauf zu sprechen. Wir haben hier allerdings auch ein Steak, das ist Haltungsstufe 1. Also in Deutschland jetzt die niedrigsten Anspruchsformen, um Tiere halten zu können. Von den Steaks, die hier liegen, haben wir insgesamt 6 Steaks. Die Hälfte davon ist Bio. Und wir haben hier sowohl ein Bio-Rumpsteak als auch ein Nicht-Bio-Rumpsteak. Und wir haben ein Bio-Filet als auch ein Nicht-Bio-Filet und werden die gleich auch einmal miteinander vergleichen, was das für uns als Konsumenten auch nachher für den Geschmack bedeutet und für das Grillerlebnis bei einem solchen Steak. Was klar ist, dass die Bedingungen für die Tiere natürlich unterschiedliche sind, bei der Haltungsstufe 3 im Vergleich zu 4 bzw. Haltungsstufe 1 im Vergleich zu 4. Haltungsstufe 4 hier ist in diesem Fall auch Bio. Wichtig zu wissen ist, Haltungsstufe 4 ist nicht immer gleich Bio, aber Bio ist immer mindestens 4. 4 entspricht also diesen Mindestanforderungen des Bio-Standards. Und ich persönlich muss sagen, Achtung persönliche Wertung, das ist immer noch ziemlich niedrig. Aber das müsst ihr für euch bewerten. Also jetzt hier ein Fleisch zu kaufen, was Bio ausgewiesen ist, heißt nicht unbedingt, dass die Tiere richtig gut gehalten wurden. Da gibt es auch deutlich bessere, kleine, meist private Landwirte, die in kleinen Rahmen Direktvertrieb betreiben oder kleinere Metzgereien betreiben. Wobei man sagen muss, dieses Fleisch, was hier ist, werden wir das nachverfolgen. Das können wir über einen Code, der hinten auf der Verpackung draufsteht. Das muss immer bei jedem Fleisch, was in Deutschland verkauft wird, eigentlich bei jedem Lebensmittel, was in Deutschland verkauft wird, angegeben werden. Darüber können wir herausfinden, wer der zuletzt verarbeitende Betrieb war. Das ist gar nicht so sehr für den Endverbraucher gedacht, sondern vielmehr für Kontrollbehörden, die dann schauen können, wenn wir hier mal einen Fehler bei einer Charge haben, wo ist dieser Fehler entstanden, wer ist dafür verantwortlich, um den dann auch zur Verantwortung ziehen zu können. Für mich war das aber natürlich der Anreiz, mal zu gucken, wie weit kann ich das zurückverfolgen. Und letztendlich
kann ich es nicht weiter zurückverfolgen als diese eine Nummer, die draufsteht, also aus welchem verarbeitenden Betrieb, also aus welchem Schlachtbetrieb bzw. aus welchem weiterverarbeitenden Betrieb nach der Schlachtung kommt dieses Fleisch. Einer dieser Schlachtbetriebe zum Beispiel, der sitzt nicht in Deutschland, sondern in Dänemark und der verarbeitet pro Woche 10.000 Rinderviertel, also ca. 500 Rinder pro Tag. Und das ist schon eine ganze Menge. Allerdings muss man auch sagen, der Bedarf scheint da zu sein. Also die Konsumenten wollen diese Menge an Fleisch und deswegen wird sie auch produziert. Und das geht natürlich nicht in kleinen, schönen Betrieben, wo die Tiere sehr viel Auslauf haben, sondern das geht natürlich nur in Massentierhaltung. Und deswegen müssen wir davon ausgehen, wie gesagt, keine gesicherte Quelle, aber es ist stark davon auszugehen, aufgrund dieser Informationen, andere liegen mir leider nicht vor, dass das hier Fleisch eben aus dieser entsprechenden Massentierhaltung ist. Dazu muss man jetzt aber auch wieder sagen, um auf Metzger zurückzukommen, die meisten Metzger nutzen auch Fleisch von denselben verarbeitenden Betrieben, die auch hier bei Lidl in der Kühltheke liegen. Das bedeutet, auch wenn ihr zu eurem Metzger geht, kriegt ihr sehr wahrscheinlich Fleisch aus diesen verarbeitenden Betrieben. Was nicht bedeutet, dass es dasselbe Steak ist, denn die verarbeiten ja das Fleisch von verschiedenen Landwirten. Und es gibt bei solchen verarbeitenden Betrieben auch verschiedene Qualitätsstufen. Nehmen wir mal ein ganz spezielles Beispiel, und zwar die Firma Tönnies. Sehr in Verruf geraten aufgrund von teilweise sehr billigen Fleischproduktionen unter schlechten Bedingungen, sowohl für das Fleisch als auch für die Mitarbeiter. Allerdings bietet Tönnies nicht nur diesen Low-Budget-Bereich an, sondern auch höherpreisiges Fleisch. Und das ist dann nicht schlechter als das Fleisch aus einem anderen weiterverarbeitenden Betrieb. Aber Tönnies ist natürlich für uns jetzt erstmal als Name sehr verbrannte Erde. Der nächste wichtige Punkt bei Grillfleisch, also bei Steaks. Wir haben ja hier komplett Rindersteaks und die werden in der Regel gegrillt. Ihr könnt die aber natürlich gut auch auf einer Plancha machen, in einer Pfanne machen, auf einem Oberhitzegrill machen und so weiter und so fort. Wichtig ist nur, außen ordentlich Röstaromen und von innen auf die Kerntemperatur bringen, die ihr mögt. Sei das Medium, sei das Rare, sei das Well Done oder irgendwas dazwischen, das bleibt euch überlassen. Damit ich ein Steak aber auch perfekt auf die gewünschte Kerntemperatur bringen kann und auch nachher ein schönes Mundgefühl habe, ist der Zuschnitt des Metzgers ziemlich wichtig. Und da verstehen Metzger ihr Handwerk unterschiedlich gut. Denn Grillfleisch ist ja traditionell in Deutschland gar nicht so das Fleisch, was am meisten produziert wird, sondern eigentlich wird am meisten Hackfleisch produziert und vielleicht Suppenfleisch und irgendwas für lange Garen im Backofen. Steakcuts sind deshalb in Deutschland immer noch eine kleine Randgruppe und deshalb bekommt man auch häufig bei seinem Metzger um die Ecke gar nicht so viel exklusive Steakcuts. Da muss man schon wissen, wo man hingeht. Ein wichtiges Kriterium bei einem Steak, das ist die Dicke, also die Stärke des Stückes. Und hier haben wir eine Stärke bei den meisten Steaks, die nur ein Finger dick ist. Das entspricht einer Stärke von 1,5 cm, maximal 2 cm. Diese 2 cm bei einem Steak, die sind wirklich sehr dünn und es lohnt sich kaum, dieses Steak, nachdem man es mit einer Kruste oder mit Röstaromen versehen hat, nochmal in einen niedrigen Temperaturbereich zu legen, weil es innen drin bereits sehr viel Temperatur angenommen hat und das ist zum Garen eines Steaks nicht optimal. Es wird dadurch nicht so saftig, wie ein dickeres Steak das werden kann. Das haben wir schon mal getestet, verlinke ich euch das Video mal hier oben. Wir haben hier aber auch Steaks, die gehen in die Richtung 2 Finger. Die sind dann so 2,5, maximal 3 cm dick. Das sind vor allem jetzt hier die Hüftsteaks und die Filetsteaks und da muss ich sagen, das ist eine sehr annehmbare Steakdicke, von daher erstmal gar nicht schlechter als vom Metzger bzw. selbst zugeschnitten. Dieses Kriterium können wir auch bei der Fleischauswahl in der Kühltheke bei Lidl nicht beeinflussen, denn die sind alle mit derselben Dicke jeweils geschnitten für den jeweiligen Cut. Filets und Hüftsteaks dicker als zum Beispiel die Rumpsteaks und Ribeyes und Chuckeyes. Das Schöne ist jedoch, dass wir diese Edelcuts alle bei Lidl bekommen. Das bedeutet, wir bekommen das Filet, die Hüfte, das Rumpsteak, das Ribeye, auch Entrecote genannt, und das Chuckeye. Das Chuckeye ist schon ein relativ spezieller Steakcut, in Deutschland eigentlich eher unüblich, wird in Discountern meines Erachtens aber deshalb angeboten, weil die Deutschen vermehrt jetzt auch auf Fettmarmorierung achten und das Chuckeye ein relativ günstiges Stück aus dem Rindernacken ist, was sehr stark marmoriert ist. Und somit kann ich auch in einem niedrigen Preisbereich ein Steak anbieten, wo der Laie sagt, wow, schau mal, wie toll das marmoriert ist. Und ich sage jetzt Laie, das ist aber gar nicht abwertend gemeint, denn wer sich auskennt, der weiß ein Chuckeye Steak auch zu schätzen. Und deswegen bin ich gespannt, wie das gleich schmeckt. Was die Marmorierung allerdings generell angeht, muss ich sehr stark aufpassen. Wir blenden euch hier mal ein paar Einblicke ein, welche Steaks dort lagen, welche wir nachher ausgewählt haben. Dann seht ihr auch, dass wir hier wirklich die schönsten Steaks ausgewählt haben, die es an dem Tag dort gab. Es gibt auch Tage, wo die Steaks bei weitem nicht so schön sind oder vielleicht auch mehrere Steaks dieser Couleur dort vorhanden sind. Allerdings schwankt die Qualität dort sehr stark. Was bei
ein Naturprodukt auch üblich ist. Aber es gibt natürlich auch Anbieter, die dort eine engmaschigere Kontrolle vornehmen und nur die besten 20% der Stücke nachher auswählen. Aber auch da muss man sich philosophisch fragen, hat das Tier es nur verdient, dass die 20 besten Prozent konsumiert werden, oder muss nicht der Rest auch konsumiert werden, um dem Tier nachher auch gerecht zu werden? Was auch auffällig ist, ist, dass die Steakfarbe sich stark unterscheidet. Von extrem blass bis hin zu richtig dunkelrot ist alles dabei. Auch das spricht dafür, dass hier nicht nach Qualität gefiltert wurde, sondern wirklich die breite Masse eingekauft wurde. Wenn wir damit schon bei dem Kapitel der Optik sind, dann gehen wir einmal auf die Steaks ein, die wir hier liegen haben. Wir haben hier ein Rumpsteak, Bio-Rumpsteak, was richtig schön marmoriert ist. Für ein Steak dieser Preisklasse kann man wirklich nicht mehr erwarten. Aber eine Marmorierung alleine macht Steak auch nicht direkt saftig und direkt schmackhaft, weil es muss auch Geschmack in dem Fleisch stecken, was übers Fett transportiert werden kann. Sonst habe ich davon leider nicht sehr viel. Genau das gleiche gilt auch für US-Ware, und US-Ware ist bekannt dafür, sehr stark marmoriert zu sein, aber auch gar nicht so viel Fleischgeschmack darüber transportieren zu können, weil es eben in einer niedrigen Qualitätsstufe gar nicht so viel Fleischgeschmack hat. Deswegen bin ich gespannt, wie das hier nachher im Geschmack sich schlägt. Bei den anderen Steaks hier haben wir eine Marmorierung, die ist so lala. Das waren, wie gesagt, die besten Stücke ihrer Art, aber sie ist jetzt nicht besonders gut, sie ist aber auch nicht schlecht, und auch nicht jedes Steak braucht so eine Marmorierung. Ein Filet beispielsweise ist ja auch dafür bekannt, besonders mager zu sein, und viele wollen das auch. Was man noch beachten kann, das sind natürlich die Sehnen, wie die verlaufen, und da muss man sagen, jedes Tier, jedes Rind hat Sehnen und hat diese auch an nahezu der gleichen Stelle und in ungefähr der gleichen Menge. Je nachdem, wie ein Steak geschnitten ist, ist da mal eine Sehne, die ins Fleisch reinragt oder durchs Fleisch durchverläuft, beziehungsweise das nicht tut. Das hängt davon ab, jetzt zum Beispiel bei einem Rumpsteak, an welcher Stelle aus dem Rücken das Steak geschnitten wurde, und auch natürlich, ob der Metzger jetzt bei dem Fettdeckel mehr oder weniger dran gelassen hat und so weiter und so fort. Das Ganze ist bei allen Steaks so. Aller Preisklassen und auch aller Qualitätsstufen. Deswegen kann man hier natürlich gucken, dass man ein Steak nimmt, wo eine Sehne nicht gerade unbedingt ins Fleisch reinragt. Aber auch wenn das so ist, muss man damit leben. Ein Kriterium ist natürlich auch die Frische von Fleisch, und die bewertet man ohne irgendwelche Testmaschinen mit seiner Sensorik. Man riecht an den Steaks und stellt fest, die riechen alle nach Fleisch, und zwar nach nassgereiftem Fleisch. Wir haben hier überall draufstehen 14 bis 21 Tage gereift. Mindestens 14 bis 21 Tage. Das ist in der Regel die Zeit, wo Rinderhälften abhängen. Das bedeutet, das Fleisch ist nicht danach noch weiter veredelt worden, sondern es wurde abgehangen und danach eben in diese Zuschnitte unterteilt. Manchmal nennen Hersteller das Ganze dann auch schon dry-aged, weil dry-aged kein geschützter Begriff ist. Das Abhängen könnte man ja schon als dry-aging verstehen. Das ist es aber nicht. Wir haben hier also kein besonders gereiftes Fleisch, aber in einer solchen Nassverpackung reift Fleisch immer noch einmal nach, und zwar nass. Das wiederum bedeutet, es entstehen Milchsäurebakterien, die so einen ganz leicht säuerlichen Geruch haben. Manchmal auch so ganz leicht muffig. Und diesen Geruch haben wir hier bei dem Fleisch, den können wir vernehmen. Das ist allerdings kein Downgrade, weil wir das bei allen Nassverpackungen haben. Wenn ihr Fleisch nicht schockgefrostet, tiefgekühlt kauft oder beim Metzger in der Auslage von einem Metzger, der es wirklich gerade vom Abhängen selber zerlegt etc. bis in die Auslage gepackt hat, habt ihr diesen Geruch. Denn sobald es mal so verpackt war, im Kühlschrank, bei niedriger Temperatur, aber nicht gefroren, entstehen diese Milchsäurebakterien und wir haben diesen entsprechenden Geruch. Deswegen kurzer Hinweis, schockgefrostet, tiefgefrorenes Fleisch ist meistens viel frischer als solches. Der zweite Test ist haptisch, denn wir können mal mit dem Finger in das Fleisch eine Kuhle reindrücken, loslassen und schauen, wie das Fleisch sich verhält. Ziehen sich die Fasern direkt wieder zusammen? Verschwindet diese Kuhle nahezu oder bleibt die Kuhle einfach bestehen? Je mehr die Fleischfasern auseinanderdriften, je länger diese Kuhle bestehen bleibt, je weniger sie sich zurückbildet, desto besser ist das Fleisch auch gereift, desto zarter ist es nachher. Und hier haben wir bei all diesen Steaks für ihren jeweiligen Cut ein sehr angenehmes Gefühl. Lediglich das Steak, was so toll marmoriert war, war etwas härter, als es hätte sein sollen. Das bedeutet, die Kuhle konnte man nicht so tief reindrücken, und sie hat sich auch ein bisschen und relativ zügig wieder zurückgebildet. Bei den anderen Steaks haben wir es so, wie es sein soll. Ein Filet ist natürlich zarter als ein Hüftsteak, und ein Rumpsteak ist natürlich besser marmoriert als ein Filet. Das muss man immer wissen, und wenn man das berücksichtigt, haben wir hier erstmal von den sensorischen Merkmalen sehr gute Stücke Fleisch liegen. Unser Napoleon Gasgrill haben wir jetzt auf gut 330 Grad Deckeltemperatur vorgeheizt. Am Rost haben wir über 400 Grad anliegen. Das ist mehr als heiß genug für Steaks. Aber bei Steaks gilt auch vor allem am Anfang richtig hohe Temperatur, nachher niedrige Temperatur.
Ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, man könnte es auch andersrum machen, aber wir legen jetzt das dickste Steak zuerst auf. Wir behalten natürlich die Reihenfolge hierbei, weil ganz wichtig ist, dass ich nachher auch weiß, welches Steak ich hier nachher auch probiere und dann bewerte, beziehungsweise auch das Team probiert und bewertet. Deswegen zuerst mal das dickste Steak, dann kommt jetzt auch schon das zweitdickste Steak mit da drauf. Das sieht schon sehr gut aus. Das können wir schon zum ersten Mal drehen. Ich lasse die jetzt hier an derselben Stelle. Normalerweise empfehle ich immer, das Steak an eine andere Stelle zu legen, damit es frisch Röstaromen bekommt. Aber weil die ja alle auch an ihrer Stelle liegen bleiben müssen, drehen wir an einer Stelle. Sehr schön. Kurz einmal schließen. Wir werden die Steaks aufgrund ihrer Dicke, und die ist ja nicht besonders stark, werden wir die jetzt auf der Stelle flippen. Die dickeren Steaks könnten wir gleich nochmal auf den Ablagerost hochlegen, aber ein bisschen Röstaromen sollen sie bekommen. Und die dünnen Steaks, die werden wie gesagt schon fertig sein, nachdem sie ihre Röstaromen haben, befürchte ich. Deswegen haben wir auch ein Kernthermometer dabei. Immer die Empfehlung, Steak immer mit einem Thermometer prüfen. Auch die Profis machen es nicht ohne. Und wenn sie es ohne machen, wird es auch nicht immer perfekt. Das kann tatsächlich fast keiner. Denn der Drucktest, um die Frische zu prüfen, funktioniert. Um nachher die Kerntemperatur zu prüfen, funktioniert er nicht. Beim Chuck-Ei müssen wir jetzt beachten, das Chuck-Ei besteht aus verschiedenen Muskelpartien. Während wir bei einem Hüftsteak und einem Filet und auch bei einem Rumpsteak nur einen Muskel haben, haben wir hier mehrere Muskeln, die nur leicht verbunden miteinander zusammenhängen. Das bedeutet, das Steak kann uns jetzt beim Grillen auch auseinanderfallen. Hier ist eine große, breite, flache Grillzange sehr wichtig. Vom Grillverhalten sehen wir auch direkt, dass es deutlich mehr Fett enthält. Das hört man, das sieht man, es raucht, das riecht man. Macht Spaß, aber muss man wissen. Dann können jetzt auch die anderen zwei Rumpsteaks hier noch Platz nehmen. Und dann hoffen wir, dass alles so der Reihe nach fertig wird. Boah, wenn einen dieser Rauch in die Augen trifft, ne? Hui, wer hat noch nie geheult beim Grillen? Jetzt schauen wir uns die fertigen Steaks auch einmal an, denn hier können wir einige Unterschiede erkennen. Einige Steaks haben ein richtig schönes Branding bekommen, andere ein weniger schönes. Diese Schuld können wir nicht alleine den Steaks geben. Es liegt auch ein bisschen am Grill und am Griller. Wenn das Steak noch nicht die perfekten Röstaromen hat, man es zu früh wenden will, bleibt ein bisschen was am Rost kleben. Es liegt dann aber auch daran, dass das Steak eben nicht in derselben Zeit so heiß geworden ist wie die anderen Steaks. Und das hat zwei Gründe. Ein Grund liegt am Grill, dass die Temperaturverteilung natürlich nicht exakt gleich ist über eine Grillfläche bei einem Gasgrill. Ist immer so und wir haben hier schon einen sehr guten Gasgrill, das kann ich euch sagen. Aber es liegt auch wahrscheinlich am Wasserhaltevermögen des Steaks. Denn je mehr Wasser sie abgeben beim Garprozess, desto weniger heiß ist der Rost bzw. desto weniger Röstaromen bekommen sie in der Zeit. Denn die Maillard-Reaktion, das ist eine nicht-enzymatische Bräunungsreaktion, die nachher hier die schöne braune Farbe gibt und auch den Geschmack abgibt, die entsteht unter Abwesenheit von Flüssigkeit, also von Wasser. Und hier haben wir bei diesem Steak wahrscheinlich das Problem, dass es ein bisschen mehr Wasser verliert als die anderen. Das haben wir am Anfang auch schon anhand der Optik gesehen. Es war ein bisschen blasser als die anderen Steaks. Deswegen haben wir hier auch wirklich das schlechteste Ergebnis. Dann sehen wir natürlich anhand der Marmorierung jetzt hier Unterschiede. Bei dem Chuck-Ei zum Beispiel haben wir richtig viel Fett noch auf dem Steak drauf liegen. Beim Rumpsteak auch ein bisschen, beim Hüftsteak auch ein bisschen, bei den Filets fast gar nicht. Aber das ist eben auch typisch für ein Filet. Ob es trotzdem saftig und zart ist, das sehen wir jetzt, wenn wir gleich in das Fleisch reinschneiden. Wir machen überall einmal einen Schnitt durch die Mitte durch, klappen es um, damit wir sehen, wie ist der Gargrad, wie sieht es von innen aus und dann probieren wir mal eine Tranche nach der anderen. Steak Nummer 1. Ich würde mal sagen, das sieht richtig gut aus, schön rosan und auch richtig saftig von innen. Das ist das Hüftsteak. Steak Nummer 2, auch ein sehr schöner Gargrad, auch noch ordentlich saftig. Das Filet. Und hier haben wir Filet Nummer 2. Ebenfalls toller Gargrad, schön saftig. Rumpsteak, nicht bio. Sehr saftig. Rumpsteak bio. Tolle Farbe, extrem saftig. Und das Chuck-Ei. Wirklich sehr, sehr saftig und fettig. Auch hier eine schöne Farbe. Ganz ehrlich, das sieht wirklich fantastisch aus und mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Deswegen werden wir jetzt direkt einmal probieren. Ohne Salz, ohne alles. Salz macht solche Steaks in der Regel immer besser.
Hier muss man sagen, vom Schnittgefühl her, das sind Messer, die sind seit einem Jahr in unserer Grillschule in Benutzung, sind nicht mehr die schärfsten Messer, man muss die mal nachschärfen, aber trotzdem hat sich das relativ fest angefühlt vom Schneiden. Wenn man das jetzt so mal über den Finger legt, merkt man aber, ja, da ist nicht viel Spannung im Fleisch drin, es tropft, es ist saftig. Einmal auf euch. Noch ein, weil ich Hunger habe und weil ich es nochmal verifizieren möchte. Für ein Hüftsteak ziemlich genau das, was man erwarten kann. Es gibt zartere Hüftsteaks, aber es ist nicht zäh. Manchmal hat man bei einem Hüftsteak echt das Problem, dass es nicht besonders zart ist. Deswegen ist es auch nicht mehr ganz so beliebt bei den Deutschen. Dieses hat einen gewissen Biss, was sehr angenehm ist. Viele mögen das bei einem Steak, ich auch. Es ist trotzdem zart. Es ist nicht so, dass man stundenlang drauf rumkauen muss. Es gibt auch noch ordentlich Flüssigkeit her. Diese Flüssigkeit hat aber diesen klassischen säuerlichen Geschmack von der Nassreifung. Der Fleischgeschmack ist nicht besonders intensiv. Das heißt, man schmeckt nicht viel Rindfleischaroma. Man hat vorrangig diesen Nassreife-Geschmack. Wenn ich da jetzt ein bisschen Salz drauf tue, dann ist es auf jeden Fall ein Steak, was ich mit Beilagen gut genießen kann. Man merkt aber hier wirklich wenig Geschmack. Das kann man so festhalten. Jetzt gehen wir einmal aufs Filet. Das schneidet sich schon direkt deutlich zarter, was aber auch klar ist, weil es ein Filet ist. Auch hier wieder biegt sich sehr, sehr schön. Auch schön saftig, hat fast gar keinen Biss, geht wirklich so durch. Fast schon zu weich vom Mundgefühl her, aber für ein Filet halt genau das, was viele Leute erwarten. In dem Punkt ein tolles Stück. Geschmacklich hat ein Filet immer noch weniger Geschmack als ein Hüftsteak und das würde ich auch bei denen jetzt hier ja so bestätigen, dass das Filet hier wirklich sehr wenig Geschmack mitbringt. Auch dieses nassreife Aroma ist tatsächlich auch noch weniger da, was ich aber positiv finde, als jetzt bei dem Hüftsteak. Aber insgesamt kommt da noch weniger Geschmack bei rum. Das könnte man vielleicht sogar mit einer Soße essen, auch wenn ich da bei Steaks, bei guten Steaks, überhaupt kein Freund von bin. Bei diesem Steak würde es dem Steak aber ein bisschen Geschmack verleihen. Ansonsten aber sehr gut von der Zartheit und vom Mundgefühl. Vielleicht ein Ticken zu weich vom Mundgefühl, aber saftig. Und das Aroma fehlt so ein bisschen. Gleich mit Salz können wir es nochmal verifizieren und das Team probiert natürlich auch, weil meine Meinung hier beeinflusst sein kann. Ich weiß ja, was ich esse, das Team weiß es gleich nicht. So, jetzt haben wir hier das Filet Nummer 2 und das wäre jetzt das Biofilet. Schauen wir uns einmal an. Vom Schneidgefühl her ähnlich zart. Das hat genauso eine feine, zarte Fleischfaser, aber nicht diesen weichen Kontrast dabei, wie jetzt das erste Steak, wo ich gesagt habe, ist mir fast schon zu weich, fast schon ein bisschen in Richtung matschig. Das hat es nicht. Da ist tatsächlich, obwohl es so zart ist, noch Struktur drin. Das finde ich gut bei so einem Steak. Und das nassreife Aroma, kann jetzt sein, dass ich mich so mit der Zeit daran gewöhne, kommt mir auch noch weniger vor. Aber Rindfleischgeschmack ist nicht sonderlich viel vorhanden. Ein bisschen mehr als jetzt bei dem, aber das sind Nuancen. Ohne direkten Vergleich würde man das niemals unterscheiden können. Gehen wir weiter hier zum Rumpsteak, nicht Bio. Das, was so ein bisschen blass ist, was ein bisschen schade ist für die Röstaromen, das wird man bestimmt rausschmecken. Hier sehen wir auch jetzt das erste Mal ein bisschen mehr Spannung. Das wölbt sich nicht direkt über den Finger. Das hat tatsächlich noch ein bisschen mehr Spannung in sich drin. Das ist überraschend. Es fehlen die Röstaromen, das ist klar, aber obwohl es so viel Spannung hatte, ist es unglaublich weich im Biss. Also die Fleischfaser ist zarter als von diesem Filet, aber eben nicht mit Struktur, sondern eher dieses leicht matschige noch hiervon. Ich würde vermuten, es liegt wahrscheinlich an einem nicht perfekten pH-Wert bei der Schlachtung oder Verarbeitung, generell bei der Reifung vielleicht auch. Es ist sehr zart, viele werden das sehr mögen. Aber es hat kaum Struktur und es hat auch kaum Geschmack und es hat auch keine Röstaromen jetzt in dem Fall gehabt. Vielleicht kriegt man das mit der richtigen Stelle am Grill und dem richtigen Griller dann besser hin, als ich das jetzt für dieses Steak gemacht habe. Aber ihr seht, die anderen grundsätzlich kann ich das schon. Das bedeutet, ja, das Steak wird vielen Leuten wahrscheinlich schmecken, aber das, was ein Steak ausmacht, das fehlt dem auf jeden Fall. Vergleichen wir das mal mit dem Rumpsteak, was wir jetzt hier haben, was Bio ist, was die etwas stärkere Marmorierung auch hatte.
vom Schneiden her wieder sehr weich. Das hier übrigens auch, nur halt nachher von diesem Biegetest nicht so weich. Oh, hier merken wir, da ist noch mehr Spannung drin. Ist auch für ein Rumpsteak üblich, muss ich wieder dazu sagen. Ne? Filet ist deutlich zarter als jetzt zum Beispiel so ein Rumpsteak. Wenn wir das jetzt hier halten, merken wir auch auf der Seite, da hängt es ein bisschen steiler ab. Kommt immer drauf an, wie läuft die Fleischfaser, wie knickt es ab, wie hält man es. Deswegen einmal jetzt auf euch. Ganz anders. Ein ganz anderer Geschmack. Hier schmeckt man natürlich auch wieder die Röstaromen. Aber hier habe ich das erste Mal auch das Gefühl, dass ich Rindfleisch esse. Also ich habe ein bisschen Rindfleischgeschmack. Aber nicht sonderlich viel, muss man auch dazu sagen. Dieses nassreife Aroma ist immer noch da, aber immerhin auch Rindfleischaroma. Finde ich sehr gut. Ansonsten vom Mundgefühl auch sehr zart, aber mehr Struktur als bei diesem hier. Würde ich bisher als auch das beste Steak betiteln. Weiter geht's mit dem Chuck-Ei. Hier bin ich echt gespannt drauf. Chuck-Ei aus dem Nacken, auch hier sehen wir wieder, wiegt sich nicht so stark, aber es sieht viel fettiger aus als die anderen. Auch wieder eine ganz andere Nummer. Wir haben hier mehrere Muskeln, deswegen muss ich auch mehrere Stücke probieren. Von allen Steaks hat es am meisten Biss, aber auch am meisten Aroma. Obwohl es US-Ware ist und trotzdem muss man sagen, für die Fettigkeit hat es wenig Aroma. Dafür, dass so viel Fett vorhanden ist. Fett ist ein Geschmacksträger, ist immer wichtig. Fett selber gibt den wenigsten Dingen wirklich einen Eigengeschmack. Olivenöl oder Wagyu-Fett, das hat tatsächlich einen Eigengeschmack. Aber bei so einem Rind ist in der Regel das Fleisch der Geschmacksgeber und das Fett der Geschmacksträger. Und hier haben wir sehr viel Fett, was sehr viel Geschmack tragen könnte. Und auch wenn das hier am geschmacksintensivsten ist, ist es trotzdem für die Menge an Fett sehr wenig Geschmack. Die anderen Steaks würden wahrscheinlich sogar intensiver schmecken, wenn sie dieselbe Menge an Fett enthalten würden. Vom bisher ist es aber am kompaktesten. Der Test ist durch und wir haben tatsächlich einen Sieger, allerdings insgesamt nur 4 Plätze für diese 6 verschiedenen Steaks. Auf dem letzten Platz mit 6 Stimmen hat es das Hüftsteak geschafft, also das Steak, was ganz hier von euch aus gesehen auf der rechten Seite stand. 6 Stimmen hat es bekommen. Ich vermute, es war einfach nicht zart genug und dafür auch zu wenig aromatisch, damit es dann noch punkten konnte. Auf Platz Nummer 3, weil das Hüftsteak war Platz Nummer 4, jetzt Platz Nummer 3, haben wir gleich 3 verschiedene Steaks. Und zwar haben wir da drauf die beiden Rumpsteaks und das Chuck-Eye Steak. Die teilen sich mit 11 Punkten Platz Nummer 3. Hier haben wir es nicht ganz so zart wie beim Filet gehabt. Das scheint den Leuten eben auch nicht ganz so gut zu schmecken. Viele legen Wert auf diese Zartheit. Wir haben aber auch ein bisschen mehr Geschmack gehabt. Das hat aber scheinbar nicht ausgereicht. Der Geschmack war scheinbar auch nicht stark genug ausgeprägt, um dann da zu punkten. Deswegen Platz Nummer 3 für diese 3 Steaks. Und Platz Nummer 2 mit nur einem Punkt Abstand zu Platz Nummer 1, das war unser Bio-Filet. Mit 20 Punkten und mit 21 Punkten hat das Nicht-Bio-Filet hier den Platz 1 geholt. Was daran besonders interessant ist, es hatte die Haltungsstufe 1. Und daran sehen wir, die Haltungsstufe hat mit dem Geschmack oder Bio auch, hat mit dem Geschmack rein gar nichts zu tun. Es geht hier lediglich um die Tierhaltung und die Tierschutzaspekte. Geschmacklich kriegen wir leider auch aus einer sehr schlechten Tierhaltung mehr raus als teilweise aus einer sehr guten Tierhaltung. Auch örtlich, regional Fleisch zu kaufen bedeutet nicht leckeres Fleisch zu kaufen, sondern eben regionales Fleisch zu kaufen mit der Hoffnung, dass auch die Tierhaltung dort besser ist. Es sind also ethische und moralische Gründe, nicht unbedingt geschmackliche Gründe. Im Idealfall hat man beides zusammen. Das können wir allerdings als Resümee ziehen, hat man hier bei Lidl nicht unbedingt. Denn auch das war ja nur eine Stichprobe aus etlichen Steaks, die Lidl deutschlandweit verkauft. Was ist also jetzt das Resümee dieses Tests? Die Steaks, die wir im Discounter bei Lidl kaufen können, waren jetzt in unserer Stichprobe alle Steaks von verarbeitenden Betrieben, die auch für Metzger und andere Läden Fleisch zubereiten. Woher das Fleisch letztendlich wirklich vom Tier kam und wie das Tier genau großgezogen wurde, können wir nur anhand der Haltungsform bestimmen. Und da haben wir die Auswahl von 1 bis 4 bzw.
Bio. Darüber hinaus bekommen wir sehr wahrscheinlich nicht viel mehr, als bei Haltungsstufe 4 gefordert wird. Ansonsten wäre das preislich eine andere Nummer, denn zum Thema Preis kann man sagen, die Steaks lagen jetzt hier alle zwischen 20 Euro und etwas über 40 Euro pro Kilo. Das ist die untere Preisrange und hier muss man sagen, dass alles wirklich auf niedrigstem Niveau läuft. Das bedeutet, die Tiere bekommen davon nicht besonders viel, die Menschen bekommen davon nicht besonders viel und gäbe es diese Masse nicht, könnte man diesen Preis nicht realisieren. Das muss man sich auch bewusst sein. Aber wir bekommen hier für einen Preis von 20 bis 42 Euro eben Fleisch, was wir auch hier und da beim Metzger um die Ecke bekommen. Und dort in der Regel ein Ticken teurer als bei Lidl. Nichtsdestotrotz muss man genau hinschauen, wenn man sich die Stücke auswählt, welches Stück man nimmt, denn sie sind durchaus sehr unterschiedlich. Beim Thema Geschmack müssen wir kaum einen Abstrich machen, was die Zartheit angeht oder die Saftigkeit eines solchen Steaks, wenn wir es gut zubereiten. Das Einzige, was wirklich abträglich ist im Vergleich zu Premiumfleisch, was allerdings auch wahrscheinlich doppelt so teuer ist, das ist der Geschmack an sich, der Rindfleischgeschmack, das Aroma. Und hier muss man sagen, wirkliche Kenner würden diesen Unterschied sehr stark bemerken. Wenn man allerdings bisher seltener wirklich solches Premiumfleisch für 40 bis 80 Euro oder noch teurer pro Kilo gegessen hat, dann ist der Unterschied kaum merklich, wenn man entsprechend die richtigen Stücke sich beim Discounter ausgewählt hat. Alles in allem können wir also aus geschmacklicher und qualitativer Sicht, aus frischer Sicht sagen, ist es kein Fauxpas, bei Lidl Steaks zu kaufen und diese zuzubereiten. Mit ein bisschen Gewürz, vielleicht einer schönen Beilage und vielleicht bei dem einen oder anderen Steak auch einem kleinen Süßchen, was ja doch viele tun, sind diese Steaks auf jeden Fall gut genießbar. Was allerdings etwas ist, was man immer kritisieren kann, das ist die Tierhaltung. Aber auch das tun wir hier in diesem Video sehr sachlich, denn es ist nun mal Realität, dass dieses Fleisch nachgefragt wird und dass auch Fleisch in dieser Preiskategorie nachgefragt wird. Denn sich wirklich dieses Premiumfleisch zu leisten, wo ein einzelnes Steak bereits 20 Euro aufwärts kostet, das ist für viele nicht realisierbar. Lieber hin und wieder Premiumfleisch als für denselben Geldbetrag sehr oft ein solches Fleisch. Und wenn man dann noch Kontrolle darüber hat bei dem Premiumfleisch, wie diese Tiere großgezogen wurden, dann macht man es perfekt. Das ist nicht leicht, aber falls ihr keinen Metzger eures Vertrauens um die Ecke habt, verlinke ich euch eine Bezugsquelle mal unter diesem Video. In diesem Sinne bedanke ich mich wie immer fürs Zuschauen und falls es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen, Abo für den Kanal, dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.